Leute, und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen auf der Map Bergwerke Größe 4x4. Und wir sind in Team Gelb. Yay, nicht in Team Grün. Wo ist Team Grün? Team Grün ist gegenüber von uns. Ja, wir haben den weitesten Abstand zu Team Grün. Wir haben die Runde gewonnen, Leute. Das kann ich euch schon wieder sagen. Ich bin badly tired, Leute. Ich bin badly tired. So, ich bin einmal kurz am Handy, wenn das für euch in Ordnung ist, während ich hier rumstehe. Ich kann das natürlich auch kommentieren. Ich bin gar nicht am Handy. What the fuck, ich wollte jetzt eine WhatsApp-Nachricht schreiben, die ich vor 2 Sekunden geschrieben habe, vor Aufnahmebeginn. Torben ist mal wieder voll dabei, wenn er Sachen schreibt. Ist standardmäßig, ne, bei mir. Wird auch gar nicht anders von mir erwartet. Terror from GL Paddle. Terror from GL Paddle heißt das ja eigentlich. Ja, tut mir leid. Geiler Name übrigens. Wieso nennt man sich so? Weißt du, das ist der Minecraft-Account. Okay, wir nennen es auch schon mal an. Nee, ist alles in Ordnung. Ich habe nichts gesagt. Nichts gesagt. Aber trotzdem. Muss man nicht machen, oder? Muss man nicht machen. So. Wir haben auf jeden Fall Iron am Stissel. Davon holen wir uns erstmal die beste Chestplate, weil ist wichtiger als ein Schwert. Oh Gott. Oh Gott, Lex of Doom. Ist wesentlich wichtiger als ein Schwert. Mit der Rüstung können wir schließlich Gegner schlagen. Können wir natürlich mit dem Schwert nicht machen. Deswegen ist das schon ganz important. Der rennt doch. Nein. Nee, das sehe ich nicht an. Moment, wenn er jetzt wieder in die Mitte rennt, ne? Guckt ihn euch an. Es. Das ist ja die Höhe. Er rennt einfach zu anderen Teams, snackt sich das Eisen und rennt wieder zu seinem Team. Das ist ein kleiner. Der heißt ja auch Aslak PvP, ne? Ja, das ist. Also. Ich weiß nicht, ob es jetzt als Beleidigung zählt, wenn ich den Aslak nenne, aber eigentlich ist er ja schon Aslak, ne? Aber guck mal, jetzt hängt er in der Mitte fest. Das ist ein bisschen lustig. Kann er nämlich nichts mit unserem Eisen machen. Hat er also quasi umsonst das. Ist er das Risiko umsonst eingegangen? Dass der sich das Ding holt. Aber, Leute, ich mag es immer ein bisschen Risiko einzugehen, weißt du? Ein Leben ohne Risiko. Oh, aber ich möchte kein Steak spenden. Ein Leben ohne Risiko ist langweilig. Und. Oh. Jetzt kommt mal wieder Toms Moralpredigt, ja. Und man lebt schließlich nur einmal. Und deswegen sollte man nicht immer. Sollte man sein Leben nicht langweilig gestalten, sondern. Das snackt sich einfach wieder unser Eisen, Alter. Das gehört sich überhaupt gar nicht. Sollte man sein Leben nicht langweilig gestalten, sondern versuchen, so viel wie möglich daraus zu machen und auch so viel wie möglich zu erleben. Und dieses Ziel werde ich mir auch so in meinem Leben setzen. Und da habe ich auch mal ein gutes Sprichwort. Habe ich auch mal ein gutes Sprichwort gesehen von irgendeinem Philosophen oder sowas, keine Ahnung. Was weiß ich habe mir halt nur das Sprichwort durchgelesen. Mehr nicht. Gut, den haben wir noch gekillt. Und das Sprichwort lautete nämlich, man lebt nicht um zu arbeiten, sondern man arbeitet um zu leben. Und das fand ich ganz cool, das Sprichwort, weil das ja absolut stimmt. Man lebt ja nicht um zu arbeiten, weil sonst wäre das Leben ja richtig langweilig, sondern man arbeitet nur, um davon leben zu können. Und man arbeitet nur, um Dinge machen zu können, ja, die man ohne Geld halt nicht machen kann. Und genau, das ist so das Ziel, was ihr auch verfolgen solltet. Meiner Meinung nach kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber ich finde, man sollte schon so Dinge machen, die man vorher, also was Besonderes halt aus seinem Leben machen, ne? Ich hab viel vor. Ich habe viel vor, auch schon in den nächsten 2 Jahren. Und da freue ich mich auch drauf, das wird echt cool. Vielleicht werde ich euch dazu ein paar Sachen mitnehmen, mit einer sogenannten Kamera. Ist ja heutzutage alles machbar. Hi! Das könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ich euch zu solchen Sachen mitnehme. Also, sei es jetzt Fallschirmspringen oder irgendwie sowas. Upsala. Aber ich finde, man sollte auf jeden Fall aus seinem Leben was machen. Cool, dass einer unser Spiel verlassen hat. Und ja, das war so das,
worauf ich jetzt gerade gekommen bin, was ich einfach mal erwähnen wollte in diesem Video. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Oh, jetzt hatte mein... Alter, mein Bad Wars Video hatte, glaube ich, zum ersten Mal ein Thema. Das ist krass. Und dann kam es nur so zufällig darauf zu sprechen und war gar nicht geplant. Ja, so denke ich, sollte man sein Leben leben, dass man halt ein bisschen Action mit reinbringt, nicht immer alles gelangweilt macht, nicht immer gelangweilt zu Hause vorm PC sitzt und immer Minecraft zockt. Okay, das wäre ein Leben, was, glaube ich, keiner leben möchte. Ich glaube, allen geht es nur darum, irgendwie mal rauszukommen. Oh, tut mir leid, kurz lang habe ich ihn nicht getroffen. Es geht allen irgendwie darum, rauszukommen, Spaß zu haben und halt auch was zu erleben. Und ich finde, manche sagen dann so, ja, aber ist doch voll risikoreich, Fallschirm springen. Aber wenn da der Fallschirm nicht aufgeht, dann stirbst du. Und ja, ich finde, also ich sage dann immer, ja, am Ende stirbt man sowieso. Und bis dann ist man dann null Risiko eingegangen, halt immer, ist immer auf Nummer sicher gegangen, hat nie irgendwas Gewagtes gemacht, hatte nie richtig Spaß. Also ich weiß, nicht jeder empfindet natürlich Fallschirmspringen als Spaß, aber es gibt bestimmt mit Sicherheit viele Leute, die, wenn die gesprungen sind, Spaß haben werden. Und die sterben dann nicht immer, sind immer auf Nummer sicher gegangen, oh nein, was könnte da passieren, was könnte da passieren. Sondern die haben sich einfach mal nicht immer Gedanken gemacht. Ja, die haben einfach gedacht, habe ich jetzt Spaß? Und danach ist alles wieder beim Alten. Die denken halt nicht, und genauso ein Mensch bin ich, ich denke halt nicht nach, ja, was wäre wenn, also nur in den gröbsten Fällen halt, zum Beispiel, was wäre wenn, keine Ahnung, halt sowas wie, wenn die Schule scheiße werden würde, und dann würde ich ja schlechtere Chancen zum Beispiel später auf den Beruf haben, und das würde dann natürlich auch diesen ganzen, oh Gott, bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott, das war so knapp. Das würde dann ja auch später diesen Wunsch nach Abenteuer irgendwie zerstören. Und ja, bei solchen Sachen denke ich halt darüber nach. Aber bei solchen Sachen wie, keine Ahnung, sowas halt risikoreich ist oder so, darüber denke ich eigentlich nicht so viel nach, weil das passiert tatsächlich ja nur in den extremsten Fällen und ist eigentlich selten der Fall. Das genaue Gegenteil ist, glaube ich, mein Bruder. Also der ist schon, ja, der denkt eher nach über solche Sachen. Nehme ich ihm natürlich auch nicht übel oder so. Er ist halt ein bisschen anders in der Hinsicht. Muss ich akzeptieren, akzeptiere ich auch. Jeder ist halt anders. Ich weiß auch nicht, wie ihr da drauf seid. Ich bin auf jeden Fall nur so, dass ich nicht so viel darüber nachdenke, sondern einfach mache. Ich mache einfach und dann ist gut. Also nicht alles natürlich, aber schon ziemlich vieles, muss man sagen. Mache ich. So, Tuttle von Jill Paddle. Ich glaube, der ist immer ein bisschen abwesend. Man passt nie so richtig. Oh, oh, hi. Erstmal schön bemerkbar machen. Richtig so, Torm. Ist auf jeden Fall eine richtig kluge Idee. Oh Gott, Alter, was soll ich denn jetzt machen? Ich wette, hier geht gleich richtig die Party ab. Oh, hi. Bitte nicht, bitte nicht. Komm schon. Oh mein Gott, Alter, war das knapp. Er hat sich einfach bei uns versteckt. Sneaky Boy auf jeden Fall. Wir wählen jetzt mal den Weg hier zum Hochbauen. Ist ein Trick von mir, ein guter Alter aus Toms Bad Wars Schule. Und ja, also, wie gesagt, ich finde, man sollte sein Leben ein bisschen Risiko muss rein. Weil manche sagen ja auch, oh nein, flieg doch nicht. Du kannst doch nicht fliegen, das ist doch viel zu gefährlich. Dein Flugzeug könnte hier abstürzen. Und ja, dann steht jetzt dann steht jetzt quasi als Überlegung für mich, entweder ich fliege nicht, bin dafür sicher zu Hause, mir kann nichts passieren, also nichts ist auch gelogen, aber mein Flugzeug stürzt nicht ab, das heißt, ich sterbe nicht am Flugzeugabsturz. Dafür sehe ich aber nicht das, was ich hätte sehen können, wenn ich jetzt irgendwo hingeflogen wäre und ja, da verzichte ich doch. Achso, und Flugzeug stürzt ja nicht bei jedem Flug ab oder auch nicht bei jedem Zeiten. Das passiert einmal in, keine Ahnung, 100.000 Flügen oder so, ja. Ich habe keine Ahnung, wie oft genau das jetzt passiert. Da seid ihr hier beim falschen Let's Player, obwohl ich behaupte, dass es keiner weiß.
Aber ich weiß, dass es halt richtig selten passiert. Und ja, da verzichte ich dann lieber, dann gehe ich ja halt lieber dieses Risiko ein. Also ich denke, es geht jeder ein, anstatt halt drauf zu verzichten und lieber zu Hause rumzusitzen. Weil es ist dann ja genauso, dass man sagen könnte, nee, ich fahre kein Auto, da könnte was passieren. Oder nee, ich gehe nicht raus, weil mir könnte ein Blumentopf auf den Kopf fallen. Also Blumentopf ist übertrieben, aber irgendein Dachziegel halt oder so. Und das ist dann ja, das ist jetzt nicht, oh, hi. Hi Typ mit Bogen. Ja, ich stehe jetzt ein bisschen so in der Zwickmühle, würde ich mal behaupten. Ganz vage. Hi. Ja, hi Boys. Das ist ein bisschen uncool gewesen, dass auf einmal hinten einer mit einem Bogen kam. Oh, Moment einmal. Kann ich die Belichtung vielleicht hier irgendwie verändern? Ja, ich glaube, ist gar nicht schlecht, oder? Kann man so lassen. Ja, also das wird eine längere Folge, muss ich mich schon darauf einstellen. Das heißt, ich muss jetzt dieses Thema noch oft aufgreifen. Nee, aber ja, also wie gesagt, ich plane in etwas längerer Zeitspanne halt viele solche Sachen, die halt von Fallschirmspringen über Bungee Jump bis hin zu, keine Ahnung, halt anderen Sachen gehen, so speziellen Sachen halt. Etwas, das nicht jeder erlebt. Und wo ich dann hinterher sagen kann, jo, das habe ich erlebt. Das habe ich gemacht und es hat mir Spaß gemacht. Und über das Risiko habe ich in dem Moment nicht nachgedacht. Also über die Folgen, die es haben könnte, wenn jetzt irgendwas passiert. Weil ich nicht drüber nachgedacht habe, ob irgendwas passiert. Und ja, ich denke, später wird man dann auf solche Sachen stolz sein. Wenn man erzählen kann, ja, das und das habe ich gemacht, das und das habe ich gemacht und... Also, denk nicht immer über die Folgen nach, sondern, also außer in den extremsten Fällen halt, da ist es wichtig, auch über die Folgen nachzudenken. Ich will euch ja auch keine absoluten Ratschläge geben, ja, ich bin selber ein Junge, der nichts von der Welt checkt, also nichts ist übertrieben, aber ich bin natürlich jetzt nicht hier der Übelste, ich muss das Gold fallen lassen, okay, er kommt nicht, alles klar, sonst wäre ich draufgegangen, wäre ein bisschen bitter gewesen. Der nichts von der Welt checkt, ist natürlich ein bisschen, also ich muss sagen, ich verstehe schon einiges. Man, immer schön geschmeidig bleiben, Torben. Und das, was ich gerade gesagt habe, ist absoluter Quatsch, dass ich nichts von der Welt checke. Merke ich gerade. Weil ich meine nur, ich verstehe halt auch noch nicht alles. Ich kann euch auch nicht die Ratschläge geben, wie, keine Ahnung wer, wie eure Eltern, wie irgendwelche Typen, die euch in sowas beraten können oder so. Ich bin halt einfach nur einer, der so sein Leben leben will. Und ja, ich will euch dafür begeistern, es vielleicht auch mal so zu versuchen. Aber ja, bitte bezieht es keiner zu.